So, heute möchte ich euch einmal zeigen, wie wir so eine Rose gestalten können. Das ist ja wirklich ein super beliebtes Motiv und die ist auch wirklich total einfach. Dazu nehmen wir uns einfach eine Farbe unserer Wahl. Ich nehme in dem Fall mal so ein Pink, das ich mir ein bisschen auf der Farbpalette anmische. Aber für die Mitte gehe ich erstmal direkt aus dem Näpfchen hochpigmentiert ins Bild rein. Und dann fange ich an, in der Mitte so kleine Halbkreise zu machen, die sich auch gern ein kleines bisschen überschneiden dürfen. Das ist mir sogar ein bisschen zu wässrig, deshalb gehe ich nochmal eben in die Farbe rein. Also kleine Cs, die ich praktisch willkürlich so aneinander dranhänge oder auch mal so kleine Punkte und die wirklich ganz versetzt einfach sich aneinander reihen, sich überschneiden können. Und je weiter wir nach außen gehen, desto mehr Wasser nehme ich dazu. Das heißt, ich gehe jetzt einmal mit dem Pinsel ins Wasser, sodass gerade gar keine Farbe dran ist. Und dann versuche ich, diese Form weiterzuführen, aber immer so ein bisschen in ein bereits existierendes Blütenblatt sozusagen reinzutunken und ja, so dann da die Farbe, die noch nass ist, rauszuziehen sozusagen. Falls es nicht ganz reicht, kann ich mir noch ein mini bisschen Farbe ranholen und so ergänze ich dann meine Blütenblätter einfach im Kreis und ihr seht schon, so sieht es schon mehr nach Rose aus und es wird auch immer mehr, je mehr von diesen C-Formen man außen eben dran setzt. Wenn man das möchte, und das würde ich auch gleich eben nochmal zeigen, kann man auch noch so kleine Farbakzente mit reingeben. Wenn die Rose zum Beispiel so orangene Farbakzente noch hat, dann sieht es immer ganz schön aus, finde ich. Für mich passt das jetzt schon so, aber ich fände es jetzt noch schön, wenn es zum Beispiel ein bisschen frischer wird. Das heißt, ich nehme mir ein bisschen Gelb auf meinen Pinsel, das ist schon ein bisschen viel, aber damit kann ich dann an einigen wenigen Stellen so ein paar kleine Farbakzente reingeben und ich finde, das macht so viel aus. Also nur, wenn man das schön findet natürlich. Für weiter außen würde ich einmal nochmal den Pinsel auswaschen. Da kann man das dann auch noch machen. Einfach damit auch ein bisschen mehr Dimension so entsteht. Aber an für sich ist es eine super Möglichkeit, da nochmal ein bisschen Bewegung reinzubringen in das Bild. So. Ein, zwei Blätter dürfen es außen auch noch in Gelb werden. Das könnte man jetzt natürlich auch noch ein bisschen kräftiger machen, von Farben her, so wie hier zum Beispiel. Aber bei diesem Bild habe ich das genauso gemacht wie hier. Was natürlich auch dann noch ganz schön ist, wenn man noch ein, zwei Blätter dazu macht, dass es nicht ganz so leer wirkt. Und auch da nehmen wir die altbewährte Technik, einmal mit wenig Druck, viel und wieder wenig und ergänzen dann so unsere Blätter rund um die Rose. Da kann man auch gerne einmal mit dem Farbton variieren und gucken, was einem da so gefällt. Ich finde, es braucht auch gar nicht so viele Blätter, weil die Rose, die soll ja wirklich im Zentrum stehen. Und genau. Im Prinzip würde ich es dann auch eigentlich schon dabei belassen.